Seid gegrüßt, es ist Freitag der 13., aber ihr braucht keine Sorge zu haben, Leute, falls ihr nicht abergläubisch seid, dann wird euch, denke ich, auch nichts passieren und wir tun euch heute etwas Gutes, es gibt einen Stream und wir sind diesmal sogar 4 Leute, beziehungsweise, mit mir 4 Leute. Ich habe 3 Gäste hier an der Schwafelrunde. Das ist natürlich, ihr kennt ihn schon, der gute Aurelio. Schon wieder. Hallo. Es gibt kein Entkommen. Es ist auch Freitag der 13., also so viel Schrecken muss sein. Dann... Entschuldigung, ich finde den Witz einfach nur gut. Oh. Dann haben wir zum allerersten Mal dabei, und bitte immer wieder wählen, den guten Ori. Schönen guten Tag, mein Name ist Ori und ich bin quasi ein Neuzugang bei Onkel Lonnys Freund und ich habe mich und irgendwann hat er hat mir und ich bin jetzt ich habe mich irgendwann mal einfach mal zu Wort gemeldet unter den Kommentaren bei dem Friedrich von Osterhall Video und er hat und irgendwann hat mich Onkel Lonny einfach mal angeschrieben, dass er mich zu seinem Discord eingeladen hat und wir haben dann so 3 Privatgespräche, beziehungsweise jetzt 4, weil gestern haben wir auch kurz gequatscht und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, dass er mich dann jetzt einfach mal zu seinem Stream eingeladen hat und es freut mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann. Und last but not least, der gute Knolle ist auch da. Ja, Grüße, hier ist der letzte Ritter der Schwafelrunde. Ich war schon vor Ewigkeiten mal in einem Stream bei Onkel Hini dabei. Das könnte gut 2 Jahre alt waren. Ich weiß nur noch, dass es irgendein Silvester war. Und ja, ich bin hier eher der einzige wirkliche Patriot. Einsam auf dem Posten. Okay, ich denke, wir werden es dir nicht allzu schwer machen hier drin. Ich glaube, wir werden uns doch ganz gut verstehen. Denn ich kann beißen. Ich kann beißen. Ah. Also, wir reden heute über Sachen zwischen Patriotismus, Nationalismus, Internationalismus, One World, was auch immer und in diesem Bereich fällt. Und dann beginnen wir doch einfach mal damit, wo steht ihr eigentlich in dieser Sache? Was ist wie wichtig für euch? Frage ich einfach mal nacheinander, wie ihr diese Sachen so betrachtet. Aurelio, fang mal an. Nun, dazu muss ich ein bisschen ausholen zu meiner Vorgeschichte. Aber ein bisschen kurz, weil wir alle wollen drankommen. Okay. Ja, also ich bin Kasacho-Russe. Das heißt, ich bin 1997 aus Kasachstan hierher gekommen. Und zwar, weil als die Sowjetunion sich aufgelöst hat, hatte die kasachische Regierung vorgehabt, Gesetze zu erlassen, die, die russische Bevölkerung benachteiligen wollten. Sie wollten die russische Sprache verbieten und den russischen Pass ebenfalls. Das kam zwar nicht durch, aber meine Eltern hatten nicht darauf vertraut, dass sich die Vernunft durchsetzt und sind dann meinem Onkel hierher gefolgt. Leider hat sich das nicht als die beste Idee herausgestellt. Mein Vater ist deswegen paranoid geworden. Das hat sich auf das gesamte Familienleben ausgewirkt. Und kurz gesagt, für mich ist Patriotismus und Nationalismus die Religion für Asoziale und Versager. Klingt schon eher nach Schopenhauer. Von dem gibt es den Ausspruch, jeder Tor, der nichts auf der Welt hat, auf das er stolz sein könne, beruft sich als letztes auf die Nation, auf der er zufällig angehört, um darauf stolz zu sein. Und er ist dankend bereit, alle Torheiten, die er sein eigen nennt, zu verteidigen. Das ist jetzt mal so viel zu Schopenhauer. Ich glaube, das dürfte das recht gut zusammenfassen, was du da denkst. Als Schopenhauerist, ja. Man merkt. Das kann ich zwar nicht vollends, aber den ersten Teil zumindest habe ich mal gehört. Okay. Wir überspringen mich. Ich denke mal, meine Zuschauer kennen mich ganz ausgiebig, dass ich Patriotismus gegenüber aufgeschlossen bin, auch wenn ich mich nicht selber als Patriot bezeichne. Ori, wie sieht's bei dir aus? Nun, also ich, was Patriotismus angeht, also ich persönlich sehe das an sich als nichts Schlechtes, weil jetzt Vaterlandsliebe, dass man halt quasi zu seinem Land steht, ist an sich ja nichts Schlechtes, weil
Ich persönlich sehe ja als mein Land ist halt ein Land, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe mich jetzt auch, ich habe das Grundgesetz auch verinnerlicht. Und an sich ist es ja auch nichts Schlechtes, halt jetzt sein Land zu leben. Aber ich würde jetzt mich jetzt nicht zu sehr jetzt sagen, ja, nur Deutschland steht über alles und Internationalismus no go. Also ich würde da jetzt mich nicht in der konservativen Ecke aufhalten, ja, sondern würde es eher differenzierter sehen, ja. Dann fragen wir doch gleich mal jemanden aus der konservativen Ecke. Ja, wenn du so anfängst, muss ich ja gleich so kommen. Also ja, ich bin auch in einer eher konservativen Partei, welche sage ich nicht. Noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Und wenn man halt mich jetzt beispielsweise auf der Straße irgendein wildfremder Mensch fragen würde, würdest du dich als Patriot bezeichnen, würde ich ja sagen. Aber ich würde jetzt halt, wenn man mich jetzt fragt, tu dich mal beschreiben, wäre es sicherlich eine Sache, die eher sehr weit hinkommt, wenn mir die Ideen auskommen. Um mich selber zu beschreiben, wird es kommen. Aber im Grunde würde ich mich dann schon wirklich als Patriot dann sehen. Ja, also an der Stelle kann ich dann gleich sagen, ich habe es ja vor 4 Wochen in dem Osterhall-Video auch schon gesagt. Ich habe da ja auch zum Thema Patriotismus gesagt. Patriotismus heißt, kann sich einfach nur dadurch ausdrücken, dass man eine Wertschätzung, eine große Wertschätzung für die Errungenschaft der eigenen Kultur, der eigenen Gesellschaft hat, dass man das gerne pflegt. Und ich sag mal, das könnte ich sogar auch von mir behaupten, dass ich mich jetzt nicht als Patriot bezeichne, liegt einfach daran, dass wir bei einigen anderen Themen das Internationale mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Also wenn das jetzt eine Angelegenheit ist, die über Landesgrenzen hinausgeht, die ganze Welt sogar noch betrifft, kann ich mich genauso gut auch als Weltbürger verstehen. Also für mich... Das beste Beispiel wäre ja der Klimawandel, weil das kann man ja nicht komplett nur im nationalen Bereich besser das Problem lösen, ja. Ja, ich weiß, dass das vielleicht für den einen oder anderen jetzt für so danach klingt, als ob ich mich da nicht festlegen wolle, aber es ist für mich einfach eine Sache der Thematik. Ich kann mich genauso gut auch als Bayern definieren, wenn es um Sachen geht, die jetzt mit uns hier in Bayern speziell zu tun haben. Ich kann mich genauso gut daneben auch als Deutscher, als Europäer und als Weltbürger fühlen. Es ist einfach die Frage, ist das Problem, das vorliegt, ist die Thematik etwas, was jetzt nur uns angeht, die wir auch selber lösen können, oder was jetzt nur wir haben oder eben nicht. Aber was überwiegt dann bei dir am meisten, Onkel Hirni? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, für eins von diesen Sachen musst du dich entscheiden. Bist du Weltbürger? Bist du Europäer? Bist du Deutscher oder bist du Bayer? Was würdest du jetzt sagen? Du kannst nur eins sagen. Keine großen Sätze, nur ein Wort. Alles von alledem eigentlich. Kann ich leider nicht sagen. Ein Wort nur. Also, ich halte dir eine Pistole an die Brust und sag, antworte. Nein, da kann ich mich leider nicht drauf festlegen. Also, nein, tut mir leid. Ich würde dir da sagen, in erster Linie bin ich ein Mensch. Also quasi die Weltbürgersache, ja, okay. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ich bin Deutscher. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Oder ich hatte mal mit meinem Therapeuten über die Sache gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wäre weder Russe noch Deutscher. Deutscher, also dass ich nirgendwo hingehören würde. Er hat es gemeint, ja, Sie sind ein Immigrant, Sie sind ein Nomade, das ist auch etwas. Ja. Wie gesagt, ich kann mich, wie gesagt, für mich bedeutet Russe einfach nur, ich bin in Russland geboren worden, das war's. Die einzigen Aspekte russischer Kultur, die ich kenne, stammen von meiner Familie und meiner Bekanntschaft. Und da kann man sich natürlich fragen, wie viele Aspekte die überhaupt mitgenommen haben. Ja, aber das ist halt auch wirklich eine Definitionssache. Wir haben ja viele Bürger hier in Deutschland, die halt auch in Deutschland geboren wurden. Aber wenn du die jetzt halt fragst, was für ein Landsmann bist du, werden sie nicht Deutscher sagen. Mhm.
Also davon gibt es mehrere Gruppen. Ich will jetzt da nicht unbedingt eine herausheben, aber da haben wir mehrere. Also diese, ja, als was identifizierst du dich? Das ist halt wirklich dann halt eine große Frage, was das angeht. Die hat durchaus auch was mit Nationalismus dann oder Patriotismus zu tun hat. Nee, also ich sag mal, dass man das Nationale dann so generell ablehnt und so weiter, das ist natürlich ein richtiges Manko im heutigen Mainstream, weil allein schon aus Gründen der Gewaltenteilung wäre es sehr unvernünftig, sich jetzt nur noch auf die EU ko zu konzentrieren oder nur noch auf ganz Europa, weil die EU ist halt, wie ich auch nicht schon zum ersten Mal sage, was ihre politische Strukturierung angeht, sehr, sehr zentralistisch und ist weniger demokratisch, als es zum Beispiel Deutschland ist. Was halt damit zu tun hat, dass die EU ursprünglich einfach bloß als Wirtschaftsbündnis konzipiert wurde und nicht so angedacht war für die Macht, die sie inzwischen hat. Allein schon, um dem Zentralismus entgegenzuwirken, muss man schon hier an vielen Stellen den Nationalstaat betonen. Ja, und auf der anderen Seite, ich sag mal so, das ganze Flüchtlingschaos, das wir hier hatten, war ja auch, weil einige Staaten meinten, sie müssten ihren Teil dazu nicht beitragen. Und naja, man kann sagen, was man will, aber verhindern, dass die Flüchtlingswelle kommt, kann man nicht. Ich bezweifle, dass die einfach so nach Hause gehen, wenn man an die Grenze stellt und sagt, nö, ihr kommt hier nicht rein. Also, das wäre jetzt eine ziemlich große Debatte, die ich jetzt nicht anfangen will. Da würden wir uns ziemlich raufen und niemals zum Thema Patriotismus zurückfinden. Ja, wie gesagt, ich Also, wollte das das kann ich Beispiel dir nur mal. versprechen, mein Freund. Ja, also wie gesagt, was das angeht, genauso wie Geschichte und dergleichen, ich sag mal, ich kann mich sehr gut mit unserer deutschen Geschichte identifizieren, weil ich finde gerade die deutsche Geschichte, dadurch, dass sie anders verlaufen ist als die Geschichte in vielen anderen Ländern Europas, ich meine, sehr viel wechselhafter und ungewisser. Ich finde, das macht die deutsche Geschichte wiederum sehr spannend, dass wir hier quasi immer schon, das fing mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation an, was ja auch nicht wirklich eine Nation war de facto, sondern halt auch formell, aber da gab es dann verschiedene Landesfürsten und Könige, die untereinander Kriege geführt haben und die nur wenig gemeinsame Institutionen hatten und dann noch die Sache mit dem Norddeutschen Bund und dann die Reichsgründung und also ein ewiges Hin und Her. Also die deutsche Geschichte ist, finde ich, sehr reich an Abwechslung und an Sternstunden und Tiefpunkten. Ich finde keine Geschichte eines Landes in Europa spannender als die deutsche. Wobei Ja ich. gut, ich wollte sagen, das ist im Prinzip genauso wie die chinesische Geschichte. Gibt ja in China extra dieses Gedicht, was vereint ist, gehört zusammen, was zusammen ist, gehört getrennt. China war ja auch über die Jahrhunderte im Prinzip, es wechselte immer zwischen gespaltenes Reich, dann kam eine Dynastie und hat alle vereinigt, dann ist diese Dynastie wieder auseinandergebrochen in einzelne Reiche. Dann kam wieder eine andere und so weiter und so fort. Aber Jungs, ich glaube, wir schweifen da gerade irgendwie ab. Also wir kommen irgendwie nicht wirklich zum Thema, habe ich das Gefühl. Aber ich finde schon mal gut, dass da halt gewisse Aspekte schon mal angesprochen werden. Also wir haben bei Patriotismus auf jeden Fall so einen historischen Aspekt. Ich mache mal kurz den Moderator, fallen euch noch andere ein? Andere Ja Aspekt, gut, ich habe mich ja ein bisschen damit beschäftigt und zum Beispiel, ich kenne zum Beispiel zwei Arten von Patriotismus. Zum einen den nationalen Patriotismus, das, was die meisten von euch kennen, die Liebe zum Vaterland, und zum anderen den ethnischen Patriotismus, das heißt die Treue zur eigenen Ethnie. Etwas, was sehr stark in osteuropäischen Staaten, besonders Russland, verbreitet ist, und noch stärker in arabischen Staaten oder der Türkei. Ja. Und auch gewisse Rechte, auch rechte Gruppen wollen das ja auch einführen bei uns.
Wie halt die EB, die hat da ja irgendwie ein paar Pläne damit, ja. Ja, wieso viele Also, Pläne? Was Patriotismus angeht, wie gesagt, wenn das einfach, früher war es ja auch so, da konntest du auch Mitglied der SPD sein und dich noch als Patriot bezeichnen. Das war kein Problem. Was Richtig. halt heute nicht mehr geht, da habe ich weiß nicht, war das eine Arte-Doku oder so etwas? Ich weiß nicht, ob es Arte war, aber eine Doku, wo es auch ums Thema Patriotismus geht, ob der gefährlich ist und so weiter. Das haben sie zwar nicht behauptet, aber es wurde dann doch so als ein typisch rechtes Phänomen dargestellt. Und sag ich, ja, heute findet man es im konservativen Lager eigentlich fast nur noch, aber warum eigentlich? Also meines Erachtens ist Patriotismus etwas, was unabhängig von links-rechts sein dürfte. Also Sagen. früher, bevor die Nazis dann halt auch an der Macht waren und die sich noch mit den Kommis in Deutschland gekloppt haben. Beide Seiten haben sich als Patrioten und für Deutschland ausgesprochen. Die haben beide gemeint, dass ihre Idee die beste für Deutschland ist. Ja. Randnotiz, beides war keine gute, wäre keine gute Idee. Das eine, was es wurde, oder das andere, was es werden könnte, wäre beides keine gute Idee gewesen. Aber beide haben, sind halt quasi auf die Straße dafür gegangen und meinten, sie machen das Beste für ihr Land. Ja. Ja, die Gut Zwischenidee einer gemacht. Welt der Es ist Populisten da immer, unten. ich denke, es ist halt wieder mal dieses, was sie meinen, was gut ist. Und an der Stelle gilt halt wieder mal der Satz, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und auch alle Ideologen haben meinen, das Richtige zu tun. Damit ist noch überhaupt Richtig. nichts gewonnen. Richtig, aber mir ging es halt kurz nur darum, dass halt damals sogar die Kommis sich als Patrioten Ja. bezeichnet haben. Und klar, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Ja. Aber ja, das ist halt so eine Sache, weil es heute halt ziemlich verpönt ist. Heute ist halt, also meiner Meinung nach in der Wahrnehmung, Patriot ist gleich National, National ist gleich Nationalsozialismus, Nationalsozialismus ist gleich Faschismus. Ja, da verfällt man halt in dieses typische Gruppendenken. Ja, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Und dann verkloppen sich die beiden Seiten, ja. Statt dass man einfach mal sehr Also differenziert ist für ist die. links-grün versiffter Gutmensch, lebt es sich total gut, weil wir sind die Guten und ich bin lieber bei den Guten als bei den Bösen. Ja, gut, Wunderschönes ich bin. Zitat. Ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite hast du das genauso. Wenn du dich für stärkere Sozialreformen machst, bist du ein Sozialist, ein Bolschewisten oder letzten Endes ein Kommunist und willst das sozialistische Wunderland, wo alle Menschen gleich sind, einführen. Ja. Ja Ja. gut, so würde wahrscheinlich Charles Krüger jetzt argumentieren. Ach Aber ja, sehr gut, der das habe Charles. ich, ja, das habe ich so von amerikanischen Senatoren gehört. Ja gut, aber zum Thema Patriotismus und auch wo seht ihr jetzt da den Unterschied eigentlich zum Nationalismus? Also laut Konrad Duden, wir brauchen ja eine Definition, wird da unter Nationalismus halt dann eine Erhebung, Überhebung des eigenen Landes gegenüber den anderen Staaten betont im Nationalismus. Man hält sich für besser als alle anderen Staaten. Während der Patri. Ja. Also ich würde mal sagen, dass du dich halt über andere überhebst, das wäre dann der Chauvinismus. Kennst du ja sicherlich Ja, auch. ja. Das ist halt die Abwertung des anderen und Patriotismus ist dann halt eher so das Hochhalten des eigenen. Ja. Heißt ja nicht, also das eine sagt einfach die scheiß Franzosen und das andere sagt die guten Deutschen. Das sind halt zwei verschiedene Ansichten so auf die Art, die halt im Ja. Kopf wirklich einen großen Unterschied machen. Ja. Nee, das war jetzt die Definition im Duden von Nationalismus, noch nicht mal von Patriotismus. Der Patriotismus wird im Duden, soweit ich das gelesen habe, nicht negativ aufgefasst. Also, nee, kommt beim Nationalismus, um den es ja auch hier ein bisschen mit auch gehen soll, natürlich, da sind im Duden auch zwei Definitionen drin gewesen. Das eine war diese Überhebung über die anderen Nationen, dass man sich für was Besseres hält, dieser Chauvinismus. Das andere war die historische Bedeutung des Nationalismus und der bestand ja nur darin, gerade in der deutschen Geschichte, dass man einen deutschen Nationalstaat wollte. Das ist dann die historische Bedeutung des Nationalismus gewesen in der deutschen Geschichte. Und
In dem Zusammenhang steht ja dann auch unsere Nationalflagge und auch unsere Nationalhymne, die ja von gewissen Leuten gerne abgestellt wird, wenn sie ertönt im Radio, zum Beispiel zur Fußball-WM. So gewisse linke Gruppierungen, wo sie sagen, entschuldige mal, da fällt mir dann auch immer dieses Jäger- und Sammler-Video noch ein, dieses alte, wo sie allen Ernstes behauptet haben, unsere Flagge sei eine Nazi-Flagge. Bescheuert. Alter, wie kommt man da? Sammler, was erwartest du? Gar nichts. Sieht man bei unserer Flagge ein Hakenkreuz? Nö. Nee, vor allem ist es ja sogar so, dass die Nazis diese schwarz-rot-goldene Fahne, die wurde in der Weimarer Republik schon verwendet und die Nazis haben ja ganz bewusst diese Flagge nicht gewollt, weil diese Flagge steht halt für die Revolution von 1848 und halt auch dann für den Parlamentarismus, die Frankfurter Paulskirche, wo zum ersten Mal Schwarz-Rot-Gold hing. Und das war ja genau das, was die Nazis ablehnten. Also wenn es eine Flagge gibt, die wir hätten als Nationalflagge uns aussuchen können, die für Demokratie steht, wie keine andere, dann die. Genauso ja, auch... Zumal so eine Nationalfahne tatsächlich notwendig ist. In der Seefahrt zum Beispiel... Du musst ja erkennen, woher ein Schiff kommt. Nee, es geht jetzt nicht darum, dass man überhaupt eine Nationalfahne hat, aber gerade diese Farben stehen für die demokratische Tradition, die es auch in der deutschen Geschichte gab. Auch wenn bei uns es quasi zwei Anläufe brauchte, vielleicht sogar drei, bis wir wirklich eine länger haltbare Demokratie wurden. Und die Hymne, die wir haben, ist ja auch, hier war natürlich dann auch, weil ja in der ersten Strophe des Deutschlandliedes, weil es ja da heißt, Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Was ja dann das haben die Nazis natürlich sehr gut gebrauchen können. Das war allerdings auch schon die Hymne in der Weimarer Republik. Bloß hier wird das grandios missverstanden. Man muss dazu sagen, dass Hoffmann von Fallersleben, der diesen Text geschrieben hat, damit nicht das ausdrücken wollte, was dann die Nazis darunter verstanden haben. Das soll nicht bedeuten, dass Deutschland über allem steht, sondern dass er sich die deutsche Vereinigung über alles wünscht. Richtig. Ja. So soll das sein. Ja, ich sag mal, dass wir die erste Strophe nicht mehr singen, finde ich allerdings wiederum irgendwo richtig, weil ich meine, da werden Grenzen besungen, die einfach falsch sind. Beziehungsweise die nicht mehr existieren. Ja, aber trotzdem, man sollte diese erste Strophe nicht als Nazi-Strophe betrachten. Das ist richtig. Garantiert nicht. Vielleicht wäre, ich fände es ganz gut, wenn wir vielleicht noch eine, in Anlehnung an die erste Strophe, könnte man vielleicht eine Strophe dranhängen, wo unsere echten Landesgrenzen von heute drin sind. So, dann heißt es halt dann von den Alpen bis zur See und von der Oder bis zum Rhein oder so etwas. Das würde eher passen. Also ich bin kein großer Freund davon, sowas, was sich schon seit Jahrzehnten bewährt hat, einfach mal aus einer Laune raus zu ändern. Ich finde, das passt, wie es ist. Okay, nee, ich fand die Hymne ein bisschen kurz halt. Da stimme ich mit, als jemand, der Geschichte mag, stimme ich mit dir da sogar überein, Knolle. Nein. Wie gesagt, so wie es damals geschrieben wurde, klar, es wurde im Laufe der Zeit pervertiert, wie im Prinzip alles, was irgendwann geschrieben wurde. Und jetzt wegen dieser Pervertierung das Ding zu entfernen und den ursprünglichen Kontext zu entfernen, ja, das ist im Prinzip Geschichtsrevisionismus in meinen Augen. Und es ist ein Fass ohne Boden. Ja, da kannst du im Prinzip alles auslöschen. Ich meinte nicht, dass wir die erste Strophe umschreiben, sondern eine weitere hinten dranhängen, aber es muss nicht sein. Ich dachte einfach, es ist ein bisschen kurz, dass wir bloß eine Strophe haben. Ja, aber dann, wenn es jetzt so eine Strophe dranhängst, wo es dann halt auf das bezogen machst, dann kommen die Nächsten hin und sagen,
Ja, keine Ahnung. Als nächstes sollen wir halt auch noch die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die sind sehr Ja, wichtig, nochmal dazu auch eine klar. Strophe. Dann kommen die nächsten damit und irgendwann haben wir dann noch eine extra Strophe für unseren Personennahverkehr auf einmal drin. Gerade bei den Begriffen, ich meine, ist so, ich meine, es gibt ja da den schönen Begriff straßenbegleitendes Mehrbereichsgrün, also auf Deutsch Mittelstreifen. Das ist, das stelle ich mir in einer Hymne schön vor, so als typisch. Wie Flächenübergreifend. Ah, der Begriff. Straßenbegleitendes Mehrbereichsgrün. Es gibt auch Oh, das Herr Kraus, das flächenübergreifende. Grün. Das ist der Grünstreifen in der Mitte. Ach so, ich Bei hatte der an den Autobahn. Mittelstreifen. Ach so, ich hatte an den Streifen der zwei Fahrbahnen voneinander trennt gedacht, den Nö, weißen. es gibt aber auch noch das flächenübergreifende Großgrün. Das ist der Baum. Also, ja. Ja, aber wir schweifen schon wieder ab. Also, klar, also ich sag mal, in Bezug auf deutsche Geschichte gibt es für mich keine spannendere. Da kann ich auch sowas wie Patriotismus für entwickeln. In anderen Bereichen, wenn es jetzt zum Wirtschaft zum Beispiel, klar, ich befürworte eine gewisse. Dass es gewisse Zölle gibt. Deswegen bin ich auch kein Fan gewesen vom Freihandelsabkommen, weil ich sage, und das ist etwas, was der Trump aus meiner Sicht sogar richtig gemacht hat, dass er die eigene Wirtschaft schützen wollte vor zu viel Billigimporten. Und deswegen habe ich es sogar gut geheißen, dass der Trump dem Freihandelsabkommen sogar eine Absage erteilt hat, dem TTIP, weil so wollte ich das auch nicht. Außerdem wollte ich auch damals diese privaten Schiedsgerichte nicht. Ja, Ja. stimme ich mir zu. Und ich muss allgemein sagen, dass halt so Zölle allgemein ein sehr gutes Mittel sind, um das zu regulieren. Du kannst nicht alles im eigenen Land produzieren. Von diesen Gedanken muss man halt auch wegkommen. Ja. Aber vieles kannst du. Und vieles, was regional hergestellt wird, musst du nicht anliefern. Denken wir mal ein bisschen zurück mit Corona, wo wir dann halt, wo ich herausgestellt habe, ja, wir haben das Material für die Atemschutzmasken, die stellen wir in Deutschland her. Aber diese Masken, die tun wir dann nach China schicken, damit die dann zusammennähen. Und das können wir gerade nicht machen bei Corona. Ja. toll. Damit die dann die Teile, die wir denen rübergeschickt haben, zusammengenäht und wieder zurückschicken können. Das muss halt nicht sein. Und das sind halt so Sachen, meiner Meinung nach, kannst du sehr gut mit Zöllen regulieren und somit halt Ja. auch einfache auch Arbeitsplätze im Land erhalten, indem es einfach heißt, es ist billiger, wenn wir hier produzieren. Ja. Also, das ist etwas. Ansonsten wird aber natürlich Wirtschaft insgesamt immer international sein. Weswegen ich sage, ja, wenn es darum geht, unsere Arbeitskräfte hier zu schützen, dass sie hier vielleicht von Dumpinglöhnen bedroht sind, weil wir irgendwie mit wem aus mit Chinesen konkurrieren sollen, dann kann ich hier sagen, natürlich schützen wir unsere deutschen Arbeitskräfte jetzt hier. Aber natürlich, ansonsten müssen wir auch immer sehen, dass Wirtschaft insgesamt trotzdem global sein wird. Und bei der Klimaproblematik, die schon angesprochen wurde, wo wir jetzt nicht allzu weit abschweifen wollen, da erst recht, da bin ich ganz klar Weltbürger, weil hier sitzen wir einfach alle im selben Boot. Und Richtig. ja, also da brauchen wir, deswegen stehe ich dahinter, dass wir Abkommen wie das Klimaschutzabkommen abschließen. Über die Inhalte können wir uns streiten, aber wir brauchen diese Abkommen. Und was mir am Nationalismus dann bei den Nationalisten, wie es auch Trump gemacht hat und wie es auch zum Beispiel die AfD in Deutschland gemacht hat, dieses Argument, wir geben Souveränität ab. In dem Fall finde ich es Unsinn. Wir müssen hier an dieser Stelle solche Abkommen schließen. Wie gesagt, über die Inhalte können wir uns gerne unterhalten, aber das ist einfach Die etwas. und die Umsetzung vor allem. Ja. Du kannst die schönsten Inhalte auf dem Blatt Papier haben, aber wenn keine Sau sie umsetzt, sind sie auch nichts wert. Und wo die EU auch sehr vernünftig als Einrichtung ist, ist halt bei solchen internationalen
international notwendigen Abkommen, weil wenn wir hier weltweit mit allen Staaten irgendwas abmachen wollen, es gibt ja andere Beispiele, zum Beispiel Verbote für die Jagd bestimmter Tiere, wo leider ja auch nicht jeder Staat mitmacht, aber es nützt ja schon mal was, wenn viele mitmachen. Da ist dann sowas wie die EU ganz praktisch, weil dann sitzen halt mehrere Staatenbündnisse an einem Verhandlungstisch. Das ist eine kleinere Anzahl an Teilnehmern, als wenn die vielen kleinen Einzelstaaten da säßen. Also das erleichtert, denke ich, dann auch die Verhandlungen. Ich denke, als Wirtschaftsbündnis bin ich auch überhaupt nicht gegen die EU, aber gegen alles Weitere, was die halt gerade abzieht, dass die halt quasi eine zweite Regierung quasi schon darstellen, sehe ich eher kritisch. Ja, also die politische Strukturierung, vor allem das beschissene Gesetzgebungsverfahren. Und wir schweifen wieder ziemlich stark ab, was das angeht. Naja, nee, eigentlich nicht, weil es ging ja auch Patriotismus, Nationalismus, Internationalismus. Also insofern Thema EU spielt ja jetzt da eine Rolle. Ich denke, einen Raum, ja. Nee, also ich denke, wir stimmen da überein, dass wir nicht zufrieden sind, wie die EU strukturiert sind. Und trotzdem und die Sachen, die sie abzieht. Ja, aber trotzdem, dass es so ein Bündnis wie die EU gibt. Außerdem was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, was waren dann noch letztes Jahr habe ich für Gespräche? Es angeblich soll die EU eine komplett eigene Armee aufstellen, anstatt einfach Armeebündnisse zwischen einzelnen Ländern zu koordinieren. Und soweit ich weiß, wollte man versuchen, irgendwie ein Gesetz durchzubringen, dass quasi jedem einen EU-Bürgerausweis mit Chipkarte und allem draufdrückt. Ich schon von vielen gehört habe, Überwachungsstaat! Und das mit der gemeinsamen Armee, dafür ist auch die Partei der Humanisten, ja. Was die gemeinsame Armee angeht, bin ich skeptisch, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, man könnte auch einfach der NATO ein bisschen unter die Arme greifen, dass sie Armeen besser koordinieren kann. Oder zumindest den europäischen Teil der NATO. Nee, also wofür, also neben dem einen Punkt, den ich vorhin genannt habe, mit dass internationale Verhandlungen dadurch erleichtert werden, dass es sowas wie die EU gibt, und neben dem ökonomischen, oder das passt ja zum ökonomischen wiederum, da ist die EU ja auch noch sehr wichtig, weil Deutschland hat halt dadurch, dass es Bestandteil der EU ist, hat deutlich mehr Einfluss in der Welt, auch die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist die wichtigste in der EU und zusammen mit den anderen Staaten sind wir eine riesen Wirtschaftsmacht, die auf Augenhöhe mit den Chinesen und den Amerikanern sein kann. Also können wir uns darauf einigen, dass eigentlich die EU also als Handelspakt, wie es eigentlich gedacht ist, mit dem Schengen-Raum und das gemeinsames Auftreten in Sachen wirtschaftlichem Interesse eigentlich das Beste gewesen wäre. Und das kann man streichen. So ist zumindest meine Meinung. Ja, also wie gesagt, ich gehe noch ein bisschen weiter als nur der wirtschaftliche Bereich, aber ja. Auch generell als ein neutraler Ort, wo sich Staatsführer einfach treffen, miteinander verhandeln können. Ohne dass jetzt irgendeiner, ich nenn's mal in der Mangelung eines besseren Begriffs, einen Heimvorteil hat oder sowas in der Art. Dazu ist die EU meiner Meinung nach auch noch gut, aber sonst, ja. Und ich denke halt, dass du als EU-Bürger eigentlich ziemlich schwer ein Nationalgefühl oder ein patriotisches oder Patriotismus entwickeln kannst. Dafür, denke ich, ist der ganze Spaß viel zu groß. Naja, gut. Die Amis kriegen das hin und deren Bereich ist, glaube ich, genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als die EU.
Bei den Amis ist es ja so, die kamen eigentlich, also der Großteil von denen kam ja einfach aus Europa rüber. Die haben sich dort dann verbreitet und haben dann ihre Staaten gegründet. Aber die haben alle soweit eine ähnliche und gleiche Geschichte. Anders wie wenn du jetzt halt die deutsche Geschichte, jetzt halt mit der englischen Geschichte, sie ist unter anderem verwurzelt, unter anderem von den Adelsgeschichten her und so, aber die sind unterschiedlich. Genauso wie wenn du jetzt dann halt die Italiener mit den Römern nimmst, ist auch wieder eine ganz eigene Geschichte, auf die stolz sind. Die Franzosen wieder genauso. Also das ist schwierig, dass du da halt eben halt das zusammenkriegst. Und kulturell merkst du halt auch wirklich einen Unterschied, wenn du mal länger wirklich mit im Ausland bist und die Leute dann halt auch kennenlernst. Die ticken teilweise sehr viel anders. Ja, natürlich. Gut, nicht du zuerst. Ja, natürlich, würde ich sagen, wenn ich jetzt im Ausland bin, dann werde ich mich dort auch natürlich als Deutscher definieren, einfach weil das ist das, was mich dann dort von den anderen unterscheidet. Allerdings, wenn ich zum Beispiel Verwandte in Berlin besuche, die ich habe, dann kann ich mich gleichzeitig auch als Bayer, beziehungsweise ich versuche dann nicht aufzufallen, weil muss man ja nicht an die große Glocke hängen, aber dann definiert man sich ganz automatisch als das, was einem von den anderen unterscheidet, wenn man von diesen Leuten im Ausland dann umgeben ist. Naja, wenn du. Außer man würde deinen bayerischen Akzent heraushören, dann würde man einen Unterschied merken, aber. Ich sag mal so, es ist mir in Berlin passiert, aber dann wirst du dann gefragt, kommen sie aus Österreich oder aus Bayern? Dieses Dreckspack. Aber. Ich finde schön, dass die Österreicher ja nicht von den Bayern unterscheiden können. Das ist so. nee, aber auf jeden Fall gibt es halt auch meiner Meinung nach einen Unterschied. Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt, ich nehme mal dich, Michael, weil du kommst aus Bayern, das weiß, glaube ich, jeder. Du würdest jetzt nach Berlin, nicht nur Berlin, deine Verwandten versuchen, sondern dort jetzt hast eine Arbeit gefunden, lebst da jetzt. Wie lange wird es dann dauern, dass du dann sagst, ich bin kein Bayer, ich bin Berliner? Also irgendwann würdest du diesen Switch halt quasi machen, verstehst? Oder denkst du, dass du dann halt nach 30 Jahren immer noch sagst, ich bin eigentlich Bayer? Ich lebe seit 30 Jahren hier, ich weiß mehr von Berlin wie von Bayern. Ich spreche auch dieses Berlinerisch. Aber wirst du dich immer noch als Bayer sehen? Also das wechselt dann mit der Zeit, will ich damit halt sagen. Also ich glaube nicht, dass ich Berlinern werde oder so, aber ich sag mal, ich könnte mich natürlich auch mit gewissen Berliner Eigenschaften oder mit bestimmten historischen Eigenschaften in Berlin identifizieren, aber die sind ja genauso teilweise auch deutsche Eigenschaften. Also ein Großteil der deutschen Geschichte hat sich gerade in den letzten 200 Jahren dann in Berlin zugetragen. Und du weißt schon, was ich meine. Wenn du jetzt halt eine Weile lang dort lebst und dann, keine Ahnung, kommt ein Dritter von irgendwoher und fragt, bist du Berliner? Dann wirst du ja sagen, wenn du jetzt seit 30 Jahren in Berlin bist. Ja, natürlich, da ich dort lebe. Das meine ich eben. Ja. Und dementsprechend kannst du vielleicht dann halt auch dort deine Zugehörigkeit entwickeln und was anderes ist es ja jetzt halt auch nicht. Nur im ganz Kleinen. Das ist ja auch wieder quasi Patriotismus auf regionaler Ebene. Ja. Und da muss ich, da muss ich dir widersprechen. Ich meine, ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen. Ich lebe in diesem Land jetzt 23 Jahre lang, den Großteil meines Lebens. Und ich kann so sagen, ich werde nach wie vor Russe bleiben, weil teilweise werden mich die anderen als Russen identifizieren, den Moment, wo sie meinen Vornamen hören, weil der ist glasklar russisch. Und teilweise auch durch die Art und Weise, wie ich. Nicht durch meine Sprache selber, da habe ich den Akzent ja mittlerweile relativ erfolgreich abgewöhnt, aber ich sag mal so, ich spreche glaube ich ein bisschen anders als der durchschnittliche Deutsche, ich spreche vielleicht einen gewissen anderen Ton, dadurch, dass ich von meinen Eltern mitbekomme. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen bei dir. Das höre ich auch nicht raus. Okay, habe ich also das auch schon verlernt. Gut, dann merkt man wohl tatsächlich nur, dass ich Russe bin, weil wenn ich Russisch spreche oder wenn ich mich mit meinen Vornamen vorstelle. Okay.
Ja, sorry, wenn mein Fehler. Falls, wenn du es nicht erzählt hättest, hätten wir gar nicht geahnt, dass du überhaupt aus Russland kämst. Und dann nehme ich dich mal so als Beispiel. Was hätte ich jetzt davon abzusagen? Nein, ich bin Deutscher. Die Tatsache, ja, wie gesagt, für mich heißt Russe, für mich ist die Bezeichnung Russe deswegen, weil ich in Russland geboren wurde. Ich bin Deutscher, weil ich hier lebe. Ich bin Russe, weil ich in Russland geboren wurde. Das eine schließt für mich das andere nicht aus. Also ich würde halt sagen, jetzt halt, wichtig ist halt, was dich geprägt hat. Also wenn ich dir wieder das gleiche wie am Anfang, wenn ich wieder eine Pistole an deinen Kopf halte und frage, bist du Deutscher oder Russe? Sag, was würdest du sagen? Dann bin ich Russe. Ich bin in Russland geboren, ich bin in einer russischen Familie aufgewachsen. Und entschuldige, wenn ich das so sage. Die ganze Welt kann hinter mir stehen, aber meine Familie nicht. Und bei mir ist es so, dass meine Eltern sind halt in Polen geboren worden und die sind dann mit der Zeit irgendwann hier in Deutschland ich war schon in der Welt, als sie in Deutschland waren. Also identifiziere ich mich persönlich halt als Deutscher, obwohl ich polnische Wurzeln habe. Also du, ich habe jetzt halt auch ziemlich gemischte Wurzeln und mein Nachname klingt jetzt auch nicht bayerisch. Trotzdem würde ich halt schon sagen, dass ich von hier komme, wo ich bin. Das ist dann halt die Frage, was... Also du hast jetzt, wenn du willst, soweit die Luxussache, dass du halt jetzt sagen könntest, ich bin Deutscher oder Russe, meiner Meinung nach. Ich kann nur sagen, ich bin Deutscher, soweit. Ich bin so vom Matschpa degeneriert, dass ich eigentlich hier hergehöre. Und die restlichen Wurzeln sind eigentlich ziemlich abgestorben. Also ich kann nicht mal wirklich eine andere Sprache außer Deutsch und Englisch. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden, nicht ganz verstanden. Also ich meine, wie gesagt, meine Aussage steht weiter. Niemand hindert dich daran, dass du jetzt, wenn man dich fragt, bist du Deutscher oder Russe, zu sagen, dass du Deutscher bist. Niemand würde dich dafür auslachen. Niemand würde dich dafür diskreditieren. Niemand würde dir, wahrscheinlich würde nicht mal widersprechen. Du müsstest dich nicht mehr rechtfertigen wahrscheinlich. Ja, müsste ich nicht, weil wie gesagt, das ist zumindest in meiner Familie oder so, es ist relativ egal. Ich kenne jetzt niemanden, der darum einen großen Brei macht. Also von dem her könntest du, wenn du so willst, auch deutscher Patriot werden, wenn du sagen willst, nimm dieses Mindset an. Auch da würde dich jetzt niemand auslachen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich mit der Idee tatsächlich übereinstimmen würde. Ich habe dir ja erzählt, die Form von Patriotismus, die ich tatsächlich für gut halte, stammt halt vom koreanischen Nationalhelden Yi Sun Shin. Der hat zu seinem Land gehalten, egal wie scheiße es war. Und ich sag mal so, wenn man sein Leben sich so ein bisschen kennt, der Adligen, die neidisch auf seine Verdienste neigen, quasi für alle ihre Fehler verantwortlich gemacht. Er wurde beinahe hingerichtet. Er hat so viel durchgemacht durch den eigenen Staat, durch die eigenen Mitadligen, um es mal so auszudrücken. Er hätte jederzeit dem Krieg gegen Japan zu den Japanern überlaufen können. Hat er nicht gemacht. Man könnte sich natürlich darüber streiten, inwieweit das Patriotismus war und inwieweit er da einfach nur pragmatisch war, weil er genau wusste, wenn er einmal überläuft, wird ihm niemand richtig vertrauen. Könnte man sich darüber streiten. Aber wie gesagt, das ist für mich halt das Beispiel, was Patriotismus tatsächlich sein sollte. Dass man den Schutz und Erhalt seines Landes vor dem Vertreiben von Feinden gegenübersteht. Und Patriotismus heute, so zumindest den ich mitbekomme, scheint es sich nur noch darum zu drehen, quasi irgendwelche imaginären Feinde zu vertreiben. Oder das, was man als Feinde empfindet. Den Eindruck habe ich auch mittlerweile, ja. Also wie gesagt, also was ich davor gesagt, also ich identifiziere mich eindeutig als Deutscher, weil ich halt hier geboren bin und ich meine, ich finde, Polen ist zwar auch ein schönes Land, aber es gibt da Folgen auch noch Probleme dort, nämlich dass der Staat mit der Kirche nicht getrennt ist. Dort ist es ja sehr katholisch und ich mag vor allem nicht, wie sie halt mit der LGBT-Community da umgehen, ja. Gerade wenn man Ich habe die Seite von denen gesehen. Es gibt ernsthaft dort Clean-Up-Crews nach den Paraden. Ich könnte. Ich habe, als ich das gesehen habe, hatte ich gut.
hatte ich Lust auf etwas einzuschlagen. Ja, kann ich gut verstehen. Und ich bin derjenige, der sich davon komplett distanziert und überhaupt nichts davon hält, weil ich meine, ich werde, glaube ich, anders eingestellt, wenn ich in Polen aufgewachsen wäre. Dann wäre ich bestimmt auch eher konservativer eingestellt und auch eher homophober, würde ich auch so sagen. Ja. Aber da ich halt in Deutschland geboren bin, wo es halt weitaus weltoffener ist, deswegen habe ich mich halt eher linksliberaler entwickelt. Und dazu stehe ich auch, ja. Obwohl Leute aus meiner Familie eher anders eingestellt sind. Dem kann ich zustimmen. Das sind immer lustige Gesprächsthemen mit meinem Vater. Mein Vater ist ja in Russland aufgewachsen, also hat er, sage ich mal, eine stärkere prorussische und eine stärkere anti-amerikanische Einstellung. Mein Vater ist, sage ich mal, eher gewillt zu verteidigen, was zum Beispiel der werte Herr KGB-Agent im Kreml gerne macht. Während ich das kritischer sehe und mein Vater ist, sage ich mal, schneller dabei, Amerika für jeden Scheiß zu verteufeln und verantwortlich zu machen. Mein Vater glaubt zum Beispiel, dass das Coronavirus in einem amerikanischen Labor, das in China stationiert war, herangezüchtet und losgelassen wurde, um China in die Knie zu zwingen und außer Kontrolle geraten ist. Hast du das noch nicht gehört? Bill Gates hat gestanden, dass er das war. Ja, und laut RT Deutsch soll jetzt auch Russland einen Impfstoff bekommen haben, ja. Ja, da sind die allerdings spät dran. Russland hat bereits den zweiten Impfstoff hergestellt. Der erste wurde schon bei der Weltgesundheitsorganisation eingereicht. Wurde angeblich schon getestet. Naja, wenn die aktuellen Meldungen sagen, dass in Russland gerade wieder eine stärkere Corona-Welle mit 18.000 Infizierten ausgebrochen ist. Also scheint der erste Impfstoff wohl noch nicht ganz so zu wirken. Oder die Massenproduktion ist im Stocken. Also ja, ich glaube, der erste Stoff war nicht ganz so wirkungsvoll. Oh, wir sollten wieder zurückfinden zum... Ja, stimmt. Eigentlich wollte ich gerade nur kurz Aurelio fragen, ob er sich Rush Hour überhaupt anguckt, also RT Deutsch und so weiter, weil das ja auch ein Sender ist, der ja von Russland so irgendwie unterstützt wird. Ich sehe nicht fern. Die meisten Informationen, die ich aus Russland bekomme, kommen von meinem Vater. Er hat sich einen Receiver eingebaut, er sieht ausschließlich russische Sender. Also ich teile ihm die Nachrichten aus Amerika mit. Er teilt mir die Nachrichten aus Russland mit und gemeinsam gucken wir die Nachrichten aus Deutschland. In der Regel haben wir uns beide darauf geeinigt, wo alle diese drei Nachrichtensender noch übereinstimmen, das dürfte auf alle Fälle stimmen. Mhm, danke. Okay. Also alle drei übereinstimmt, das stelle ich mir ziemlich selten vor, dass das passiert. Ja, deswegen haben, wie also. Gesagt, mein Vater hat gesagt, er hätte früher sogar noch israelische Nachrichten geguckt. Okay. Was Patriotismus und Ding angeht, etwas, was noch ganz wichtig wäre halt bei diesem Patriotismus, ist einfach, wenn wir schon beim Thema Migration waren, dann natürlich auch beim Thema Integration. Und es würde wahrscheinlich deutlich helfen, wenn es einen gewissen Patriotismus in Deutschland gäbe, an dem sich dann jemand dann auch orientieren könnte. Ja, das würde ich auch so ähnlich sehen. Ich meine, wie gesagt, ich bin auch auf Deutsch, bin halt geboren, aber selbst wenn ich eingewandert wäre, hätte ich die Sprache gelernt, hätte mich den Regeln dann irgendwann integriert. Und wie gesagt, heutzutage fühle ich mich so als Deutscher, ja. Trotz der polnischen Wurzeln, ja. Ja. Ja, meiner Meinung nach, und das ist etwas, wovon ich denke, dass es weder auf der linken noch auf der rechten Seite verstanden wird. Für mich ist Integration ein Prozess, er vollzieht sich nicht über Monate, er vollzieht sich nicht über Jahre, er vollzieht sich über Generationen. Mein Vater wird in alle Ewigkeit Sozialist bleiben, der wird sich für die Demokratie nie begeistern können. Da bin ich schon ein bisschen offener dazu, da werden meine Söhne, glaube ich, dann noch offener dazu sein. Tja. Man wiederholt nicht die Fehler seines Vaters. Das ist immer wichtig, ja. Hm. Warum das lebe ich ja auch aus. Ja, warum glaubt ihr, wird gerade von der islamistischen Seite so hart darauf
so hart darauf gepocht, dass sich der Staat doch bitte nicht in ihre Angelegenheiten einmischt. Ich glaube, die wissen das ganz genau, dass sie, wenn sie ihr Bild bewahren wollen, sie ihre Kinder von allen Einflüssen dieses Landes nach bestem Wissen und Gewissen fernhalten müssen. Aber ja, da kämpfen sie gegen eine Welle, die sie nicht aufhalten können, meiner Meinung nach. Naja, die Sache ist eben, Deutschland ist groß und die Anzahl der Leute, die halt sehr, ich weiß jetzt nicht, was da das richtige Wort dafür wäre. Sagen wir mal, sie würden sich selber als weltoffen bezeichnen. Die werden sich dann halt an denen orientieren, die denen dann halt auch immer so die Bonus dadurch geben. Und beispielsweise, ich habe auch schon mit einigen zusammengearbeitet, die nicht, wo der Chef mich dann angegangen ist, weil ich von den anderen Mitarbeitern gutes Deutsch verlangt habe. Von Leuten, die schon seit mehreren Jahren in Deutschland sind und hier arbeiten, verlange ich halt, dass die sich akustisch mit mir auseinandersetzen können. Sie müssen nicht unbedingt einen Dialekt haben, sie müssen auch nicht wirklich das hochgestochenste Deutsch haben, aber sie müssen mir sagen können, wenn sie ein Problem haben, beispielsweise. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, wenn ein Arbeitskollegen, mit denen du nicht kommunizieren kannst, ja, das ist nicht... Es ging dann schon, das muss ich dazu sagen, gerechtigerweise, nämlich ich kann ja auch Englisch und er kann ja auch Englisch, also reden wir in Deutschland beide auf Englisch. Weil meine Heimatsprache Deutsch ist und ich Englisch gelernt habe und der, kommt von irgendwoher und der spricht halt als Zweitsprache auch gebrochenes Englisch und dann unterhalten wir beide uns in schlechten Englisch. Ja, eine zusätzliche Sprache ist immer nützlich. Ja, aber trotzdem, da bin ich halt so weit, dass ich halt sage, von Leuten, die in Deutschland leben wollen, verlange ich, dass sie dann halt auch die Sprache lernen. Ja, natürlich, das ist das Mindeste. Und was halt die Sache mit der Leitkultur angeht, da stehe ich zwar hinter dem Gedanken, ich habe natürlich jetzt die Schwierigkeit besteht, jetzt zu begründen, was mit Leitkultur gemeint ist und mit der Orientierung an dieser Leitkultur, von der Friedrich Merz ja schon gesprochen hat. Ja, also ich sag mal, diese Leitkultur oder sie müssen sich anpassen. Ich meine, der allererste Schritt wäre ja zumindest schon mal zu akzeptieren, dass sie sollen ja gewisse Eigenheiten, die sie haben, ruhig behalten können, solange es nicht problematisch oder gefährlich ist. Ich meine, guck dir an, die Chinesen, die Japaner und so weiter, die Inder oder sonst wer, die bei uns nehmen. Es ist ja nicht so, als hätten die nicht ebenfalls ihre Eigenschaften in weiten Teilen auch behalten. Es ist ja nicht so, als würden die nicht auch in gewisser Weise in Parallelgesellschaften leben. Die lesen sogar ihre Zeitungen auf Chinesisch. Aber trotzdem gibt es ja hier überhaupt kein Problem mit denen. Die akzeptieren, dass die Mehrheitsgesellschaft anders ist. Es gibt keine wirkliche Reibung dort. Und deswegen kann man mit denen auch leben. Deren ist ja auch mit uns kompatibel, muss man ja sagen. Funktioniert ja auch ganz gut, ja. Ja, und bei den meisten Russen ist es so, ich sag mal so, von meiner Bekanntschaft und von Russen, die ich angetroffen habe, es herrscht, sag ich mal, ein ziemlich starkes Misstrauen gegenüber Deutschen. Das liegt einfach daran, die russische Kultur schätzt sehr viel Ehrlichkeit. Setzt sehr viel auf Ehrlichkeit und deswegen ist, sag ich mal, diese extreme Höflichkeit wirkt auf viele Russen immer gestelzt. Weshalb müssten sie ja mit den Japanern noch mehr Probleme haben, weil die legen viel mehr Wert auf Höflichkeit. Haben sie auch bei uns. Vielleicht liegt das auch daran, dass Russland Japan im Krieg unterlegen mal gewesen ist, aber ich sag mal, der Sohn einer Japanerin ist bei uns ist im russischen Fluch. Ja. Also gerade was Krieg und so weiter geht, da dürften die Deutschen auch gern mal Humor haben. Ich meine, die Amerikaner gehen da viel humorvoller auch mit dieser Geschichte sogar um. Das fand ich so schön. Da hat der Komiker Michael Mittermeier, der auch in Amerika aufgetreten ist, auf Comedy-Bühnen, als er mal eine Auszeit da gemacht hat, hat sehr schön geschildert, so was er da für Witze macht und was die für Witze über die Deutschen machen und über den Krieg machen. Und dann hat er gesagt, so als
er mal von einer Amerikanerin allen Ernstes gefragt wurde, warum sie denn in Europa so viele Sprachen sprechen, habe er geantwortet, ja, weil wir Deutsche damals den Krieg verloren haben. Auch nicht schlecht. Ja, ja, ich wollte aber nach bring den mal in Deutschland. Ich wollte nach langer Rede, kurzer Sinn, wollte ich hier eigentlich sagen. Ja, ich sag mal so, es gibt einen Haufen Reibungspunkt zwischen Russen. Die meisten, zwischen Russen und Deutschen, die meisten Russen bemühen sich halt mehr darum, nicht aufzufallen. Das heißt, sie leben ein gutes Stück zurückgezogener. Und zumindest kann ich das bei meinen Eltern beobachten, vor allem bei meinem Vater. Wenn sie nach draußen gehen, bemühen sie sich, so unauffällig wie möglich zu sein. Mein Vater hat mich mal zusammengeschissen, als wir beide auf dem Finanzamt waren und ich im Wartezimmer auf- und abgegangen bin, anstatt mich still hinzusetzen. Erinnert mich damals, als ich mal mit meiner Mutter in der Kirche war und bin da auch ab und angegangen, da wurde ich natürlich heftigst ermahnt. Ja. Ja. Ich kenne auch einige mit russischer Abstammung, die halt jetzt halt auch in meiner Partei laut sind teilweise. Also gibt es auch, also ich würde es jetzt nur schwer verallgemeinern. Ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, das, was ich von meinen Bekannten und Russen, die ich getroffen habe, kenne. Ich habe nie behauptet, dass es für alle gilt. Ich wollte es doch so als Ergänzung dazu tun. Ja, klar, mich würde halt an der Stelle interessieren, stammen die aus der älteren Generation oder der jüngeren Generation? Sowohl als auch, aber ich würde mal sagen, die meisten sind eher so halt richtige Russen, die von dort geflohen sind damals auch noch. Oder halt aus der Nachzeit von der UdSSR, dass die dann gekommen sind. Okay. Ja, aber halt keine Deutschgeborenen. Beziehungsweise gibt es auch, aber glaub weniger. Ja gut, wie gesagt, ich kenne das eher von meiner Bekanntschaft und ich sag mal, von meiner Bekanntschaft und vor allem von meinem Vater hieß es immer, Politik ist ein Drecksgeschäft. Je weniger du dich damit befassen musst, umso weniger Kopfschmerzen hast du. Das ist eine gesunde Einstellung. Der spricht aus Erfahrung. Ne? Da hat er durchaus recht. Und das Problem ist eben die Politik, die begleitet uns unser Leben lang. Ja, leider. Das ist das Blöde. Dementsprechend nehme ich die Kopfschmerzen in Kauf. Ich sag mal so, ich habe mir immer wieder in meinem Leben überlegt, einfach als Einsiedler zu leben. Aber naja, je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr merke ich, ja, dafür müsste ich Dinge können, die kann ich überhaupt nicht. Kann ich so als eine kleine Selbstreflexion immer wieder anbieten, sich zu fragen, was es. Könnte ich als Einsiedler überleben oder nicht? Das Ergebnis dürfte für die meisten, sag ich mal, einem ein gutes Stück Demut und Dankbarkeit lehren. Ja. Selbstreflexion ist sowieso über allem Ding ja, wichtig. Ja, ist immer wichtig. Ich will nur zum Thema Leitkultur einfach sagen, ich stehe dahinter, ich habe bloß Schwierigkeiten jetzt, wie ist das definiert? Und es fängt einfach damit an, erst einmal, dass man natürlich, es gehört zum individuellen Recht der Selbstbestimmtheit, dass man natürlich seine Eigenschaften nicht aufgeben muss, seine persönlichen Eigenschaften. Und wenn man aus einer anderen Kultur kommt, dann darf man diese auch hier ausleben, innerhalb natürlich der rechtlichen Grenzen. Religionsfreiheit und so weiter. Ja, jetzt wäre es allerdings wichtig, und das ist etwas, was wir halt bei Leuten aus muslimischen Ländern nicht haben, ist, dass die es ertragen können, müssen, dass man zum Beispiel andere Werte hier hat in der übrigen Gesellschaft, dass man auch, heißt natürlich auch, dass man sich über ihre Werte lustig machen kann und so weiter. Damit fängt schon an. Und wenn sie dann gewisse Sachen von uns übernehmen, das wäre natürlich noch schöner. Aber Anfang ist, dass halt Toleranz keine Einbahnstraße ist. Deswegen ist schon richtig, wenn dann immer Toleranz verlangt wird, aber die muss halt dann auch von den Migranten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft kommen. Ja, wobei ich das Gefühl habe, die meisten fassen Toleranz als mehr auf, als es tatsächlich ist. Toleranz hat ja, wie du schon mal so schön gesagt hast, nichts mit Tollfinden zu tun. Man kann es scheiße finden, wie man es will, aber man muss damit leben, dass es das gibt. Das ist Toleranz, nichts anderes. Ja, ein Kumpel von mir würde dir recht geben, ja. Also vielleicht
ich weiß nicht, wie wir hier schließen können. Vielleicht überlegt sich jeder zu sagen, wie oder wann er sich wo mit der Nation identifizieren kann oder vielleicht auch mit dem Kontinent oder bei wo er sagen kann, jetzt bin ich einfach Mensch, jetzt bin ich für One World oder was auch immer. Also vielleicht kann sich jeder kurz noch überlegen, wann er sich wie wo fühlt. Oder vor allem. Gute Frage. Bis ich zusammen überlegt habe, sollten die anderen dazu was sagen. Okay, dann mach ich halt mal den Anfang. Ich kann mich als Deutscher immer fühlen, wenn es darum entweder um geschichtliche Themen geht, wenn es darum geht, um gewisse, wenn ich im Ausland bin und gewisse Eigenschaften da sind, die ich, sage ich mal, als Deutscher mitbringen kann. Und ich sage mal, es ist doch super sogar, dass wir Deutschen den Ruf haben, gründlich oder immer pünktlich zu sein. Ich sage mal, das ist doch eine Eigenschaft. Wir gelten zwar auch als Miesepeter und wenig humorvoll, das ist leider wahr. Ja, spießig und so weiter. Ja, entbehrt nicht einer bestimmten Wahrheit, will ich meinen, aber das und ist was, doch... Nicht, Entschuldigung, also was, und was wir auch immer gerne machen, dass wir uns über Dinge aufregen. Ja, das ist klar, aber das ist doch toll, dass wir diesen Ruf haben, sagen wir sind gründlich, wir sind pünktlich. Das ist doch schon mal etwas... wo ich sagen kann, das haben wir geschafft, genauso wie wir sagen können, wir sind ein technologieexportierendes Land, wir sind eine wichtige Wirtschaftsmacht, das ist auch etwas, worauf wir stolz sein können. Und ich kann mich, persönliche Eigenschaften, die ich halt dann auch habe, ist einfach, dass ich, Pünktlichkeit und so weiter, ja sicher, wenn ich zur Arbeit komme, habe ich die natürlich auch ganz gerne, dass ich ganz gern pünktlich komme, aber ich denke mal, das ist dann etwas im Ausland, was mir halt dann auffällt, sag ich mal, diese andere Kultur ist zwar ganz schön und gut, aber ich weiß doch ganz gerne, diese Geregeltheit oder so etwas, ich sag mal, ist etwas, was ich dann schon vermissen würde. Ich lebe zwar gerne, wenn ich Freizeit habe, in den Tag hinein, aber irgendwie wissen, was kommt, Sachen einplanen können, das habe auch ich natürlich. Das ist dann etwas, wo ich denke, das passt ja irgendwie dann zur deutschen Gründlichkeit oder auch zur Planung. Und ich sag mal, die anderen Eigenschaften, wo ich mich halt dann als Bayern fühlen kann, sage ich mal, ganz klar, bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel, ich mag unsere bayerische Hymne, ich mache gern Weißwurstfrühstück, mit dem Bier habe ich es ja natürlich nicht so, und als Europäer natürlich alles, was gemeinsam, ich sag mal, solche Sachen wie Menschenrechte, Demokratie, das sind jetzt keine speziellen deutschen Eigenschaften, das ist eigentlich in weiten Teilen europäisches Kulturgut. Solche Erfindungen. Ja, auch wenn es auch in unserem Grundgesetz steht. Deswegen ja, es steht ja eigentlich allen westlichen Verfassungen. Verbinde ich das auch mit Deutschland, ja. Ja. Das ist etwas, womit ich mich identifiziere, ja. Es ist eine, wir sind das Land der Dichter und Denker, sagen wir. Ich sag mal, das liegt natürlich daran, dass Deutschland früher im Heiligen Römischen Reich und so einen Großteil von Europa ausgemacht hat. Aber im Grunde ist die Epoche der Aufklärung eine gesamt europäische Angelegenheit, auch wenn es natürlich unterschiedliche Strömungen gab. Im deutschen Raum war der Rationalismus populärer, bei den Briten war dank David Hume der Empirismus beliebter. Aber diese Epoche der Aufklärung, das ist eine europäische Angelegenheit und diese Grundwerte sind europäisch, finde ich. Und als Weltbürger kann ich mich einfach jedes Mal, wenn halt es um Sachen geht, wo wir alle im selben Boot sitzen, wenn
ja, lass eine Naturkatastrophe passieren, wie damals den Tsunami in Südostasien. Oder lass einfach ein Problem auftreten, wie jetzt die Corona-Pandemie oder eben den Klimawandel, von dem ja. wir jetzt nicht der Hauptbetroffene sind, aber wo wir alle die Auswirkungen zu spüren bekommen. Da sage ich ganz eindeutig, da bin ich genauso Mensch wie ihr. Ja, kann ich alles unterstreichen, ja. Und wie gesagt, aufgrund, dass ich Verfechter der Menschenrechte bin, da würde ich mich auch eher europäisch ansehen, aber trotzdem fühle ich mich auch meiner Nation verbunden, ja. Weil es ja auch im Grundgesetz ja genauso auch so ja. definiert wird, aufgrund, dass es ja auch einen Sozialstaat gibt, nicht so wie in Amerika, wo da halt es komplett kapitalistisch ist, ja. Und da ich halt gerade zu einer sozialen Gruppe gehöre, wo ich halt sehr auf Sozialleistungen angewiesen bin, bin ich erst recht froh, hier zu leben, ja. Okay, Aurelio oder Knolle, wer will zuerst? Knolle zuerst. Oder ich sehe, der Aurelio hat wirklich Probleme. Also ich sehe mich nicht als Weltbürger, ich sehe mich nicht mal als Europäer wirklich, ich sehe mich als Deutscher. Und eventuell auch noch als Bayer. Also je nachdem, also wenn ich innerhalb von Deutschland unterwegs bin, bin ich natürlich der Bayer. Außerhalb von Deutschland, denn Bayern gehört auch nicht zu Deutschland. Je nachdem, wo du bist. Ja, Aurelius, du lachst. Das habe ich bei euch drüben. Ich habe gelacht. Ach so, ich dachte, es wäre Aurelio, weil ihm im Bundesland habe ich sehr oft gehört, Bayern, es gibt Bayern und es gibt Deutschland. Du bist Ausländer. Also so spaßeshalber, aber ja. Also da nehme ich das dann halt auch gerne an, dass ich halt der Bayer bin. Also ich kenne da so eine lustige Grafik, da hat einer die Deutschlandkarte gemacht und darüber Deutschland aus Sicht der Bayern. Also Bayern und Preußen habe ich auch, die ist geil. Okay, ja, dann kennst du sie schon. Also es gibt Bayern und es gibt Preußen, also von Bayern ist Preußen. Für ja. alle, die es nicht kennen. Das gelobte Land mit dem Weißwurst-Äquator. Weißt du überhaupt, was der Weißwurst-Äquator ist? Ich glaube, das ist also die Donau. Ja, wollte ich gerade sagen, damit ist die Donau gemeint, oder nicht? Genau. Das ist der Weißwurst-Äquator. Ja, also die Franken sind schon mal draußen. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch was gegen die Schwaben unternehmen. Man muss Gott für alles danken, auch für Schwaben und für Franken. Ja. Ja, falls er da sich die Dankbarkeit hört. Also ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Würdest du etwas sagen, die bayerischen Schwaben sind die gleichen Schwaben wie du? Nee, würde ich nicht sagen. Ich kenne, wie gesagt, da wo ich wohne, ist die eine Art von Schwaben, dann kenne ich Reutlinger Schwaben, dann kenne ich die Schwaben. Mir ist klar, dass Schwabe nicht gleich Schwabe ist. Siehste. Wir müssen Aurelio sagen, die bayerischen Schwaben, das ist quasi Allgäu oder Augsburg. Ja, richtig. Das sind bei uns ja die Schwaben. Du kannst auch Ulm noch dazu zählen, also Neu-Ulm. Ulm, ja gut, das wäre bei mir dann tatsächlich noch in der Nähe. Ja, und mit Nähe meine ich 70 Kilometer. Ich weiß, ich bin die Strecke in deine Stadt schon öfters gefahren, ich kenne den Weg sogar. Und ich kann dir eins sagen, ich muss nicht auf die Schilder gucken. Ich merke es an der Qualität der Straßen, wann ich Bayern verlasse. Gut, so oft bin ich in Bayern nicht gewesen, dass ich die Unterschiede kenne. Ich war... Die Unterschiede sind die Schlaglöcher, die haben wir nicht. Nicht Spaß, jetzt bist du dran. Ja gut, wie gesagt, ja gut, ich kann nur eines sagen. Ich werde mich, glaube ich, nie als einer Nation zugehörig fühlen, so wie das gerade ist. Ich werde mich, glaube ich, immer als mehr oder weniger Nomade verstehen. Und Das ist übrigens etwas, was, sage ich mal, für meinen Vater und für mich ein bisschen Trost bedeutet. Sollte die Lage in diesem Land eskalieren, Russland hat zum Beispiel ein Gesetz erlassen, wodurch das im Prinzip Verwandten im Land ermöglicht, ein Visum zu beantragen. Das heißt, sollte die Lage für mich und meine Familie hier zu brenzlig werden, können wir jederzeit meinen Onkel bitten, dass wir quasi, und zwar nicht nach Kasachstan, weil da werden wir nicht anerkannt. Da sind wir gebrandmarkt bis in alle Ewigkeit,
sondern zumindest, dass wir nach Russland zurückkehren können. Also, ihr seid gebrannt, weil ihr ausgewandert seid. Ja, das ist tatsächlich so. Kasachstan, so hat es mir meine Mutter zumindest gesagt. Wir könnten nach Kasachstan zurückkehren, aber wir wären dann permanent Ausgestoßene. So hat sie es mir damals als Kind geschildert, als ich gefragt habe, warum wir nicht einfach zurückgehen. Naja, nicht keine schöne Sache. Ja, wie gesagt, ich werde mich, glaube ich, nie einer Nation zugehörig fühlen. Ich kann zumindest so sagen, solange ich in einem Staat lebe und arbeite, bin ich ein Bürger dieses Staates. Das ist aber auch wirklich schon alles. Ich halte mich an die Gesetze dieses Staates und ich habe kein Interesse daran, jetzt diesen Staat umzuwerfen, egal wie scheiße er ist. Wenn er wirklich so scheiße ist, dann, wie gesagt, meine Familie und ich bereiten dann alles vor. Wir suchen uns grünere Gefilde. Wir wandern dann einfach weiter. Das ist eine vertretbare Ansicht. Ja, also was das für das Ende des Streams angeht, wir hatten ja schon vorher gewitzelt, Leute, ob wir zum Schluss alle die Hymne singen, aber ich glaube, das wollen wir euch doch nicht antun, auch wenn es der 13. Freitag der 13. ist, aber ich glaube, das wird dann doch zu grausam. Ich habe hier ein schönes Zitat von einem deutschen Schrift von Georg Christoph Lichtenberg gefunden, das ein bisschen meine Meinung unterstreicht. Okay. Wollt ihr vielleicht ein eigenes beitragen? Nö, sag du zuerst. Lies du dein vielleicht mal vor, nicht nur, dass du es gefunden hast. Ich bin stolz auf dich, dass du eins gefunden hast, aber du musst mal wissen, was das ist. Also, Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Schriftsteller und Naturwissenschaftler von 1742 bis 99, hat mal gesagt, sagt, ist noch ein Land außer Deutschland, wo man die Nase eher rümpfen lernt als putzen. Oh. Wie gesagt, ich kritisiere alles an jedem Land und an jeden. Ich beurteile jeden nach dem, was er tut und lässt. Richtig, das ist ja auch das, was ich tue. Ja. Also, man sollte Menschen nach ihrer Mentalität halt beurteilen und nicht aufgrund, wo sie herkommen, was sie können und so weiter, ja. Sondern wie sie sich mir und gegenüber anderen verhalten. Ja. Ich kann zu Deutschland am besten. Lasse ich jetzt erstmal noch den guten Knolle sprechen, weil ich werde sowieso mich verabschieden, dann kann ich sowieso das Schlusswort halten. Also Knolle? Zitat? Nee, egal. Willst du vielleicht zu dem, was gerade gesagt wird, noch was sagen? Nein, nicht wirklich. Okay. Dann kann ich einfach bloß sagen, weil ich ja vorher gerade Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken, wann ich mich als Deutsch identifiziere, außer dem typischen Klischee der deutschen Pünktlichkeit und so weiter und Gründlichkeit. Deutscher zu sein ist, ich denke mal, betonen zu können, Deutscher zu sein. Natürlich ohne Überheblichkeit. Ich denke, das wäre aber auch ein Zeichen der Emanzipation beziehungsweise der Überwindung eines Stigmas der Geschichte, das wir, glaube ich, in vielen europäischen Ländern gar nicht so haben, wie wir es uns hier in Deutschland vorstellen. Und es ist, ich sag mal, genauso sollten wir wirklich jetzt daran arbeiten, dass Patriotismus nicht nur nicht verdammt wird, sondern, ich meine, das wird es zum Beispiel, zumindest theoretisch auf Wikipedia oder im Duden nicht, in der Praxis bei SJWs vielleicht schon, aber dass Patriotismus nicht nur als rechts oder nicht nur als konservativ wahrgenommen wird, sondern als etwas, was universell sein kann. Und Patriotismus oder auch eine Vorliebe zum eigenen Land, dass man das vielleicht auch als eine Art Selbstwertgefühl betrachtet, dass man sagt, Deutsche zu sein, dass man betonen kann, nein, ich bin jetzt hier deutsch, dass man sagt, okay, der hat hier Selbstwertgefühl und hier gilt einfach der Satz, wer sich eben nicht schämt, dafür der zu sein, der er ist, kann besser daran arbeiten, der zu werden, der er gern sein möchte. Und das gilt hier auch für Deutschland.
wenn wir wollen, dass Deutschland künftig eine wichtige Rolle spielt, dass wir etwas Gutes beitragen, dass wir bei wichtigen internationalen Sachen auch von Nutzen sein sollen, dann wäre es ganz gut, wenn wir uns einfach beim Thema Patriotismus an anderen Ländern auch ein Beispiel nehmen. Und das erinnert mich jetzt auch gerade an ein bestimmtes Video von Konrad Sicht oder Unrat, wie er sich mittlerweile nennt. Da hat er ja auch ein Video über Patriotismus gemacht und er ist genau der gleichen Ansicht, dass man Patriotismus nicht unbedingt als zwingend als konservativ bzw. rechtsextrem, wie es ja viele SJWs und linksextrem mittlerweile tun. Deswegen fand ich, hat er da ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht, was ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann. Beziehungsweise allgemein, das ist der ganze Kanal, ist wirklich empfehlenswert, also nach deinem Onkel hören, ja. Weil er halt da sehr moderat an die Sache rangeht und nicht einfach nur sagt, wir links sind gut und rechts ist böse oder andersrum, ja. Ehrlich gesagt. Wie heißt der mittlerweile? Unrat. Also Unrat, okay. Konrads Sicht habe ich tatsächlich schon mal gehört, vielleicht auch ein Video von dem. Auf Twitter jedenfalls nennt er sich Unrat. Ja, so ist es. Und auf ihn bin ich durch ein Video zu Schlomo aufmerksam geworden, okay. Weil ich hab Schlomo ja auch mal eine Zeit lang geguckt, mittlerweile eher weniger. Das führt jetzt zu weit weg. Ich wollte jetzt eigentlich, vielleicht hat jeder ein Schlusswort. Ich habe sogar noch ein schönes Zitat gefunden, noch ein Zitat noch gefunden, eins. Das ist auf die Knolle gefallen, ja. Es stammt vom deutschen Politiker Siegbert Alber. Wenn aus dem Auspuff eines Autos so wenig herauskäme wie aus dem EU-Ministerrat, wäre die Welt in Ordnung. Das ist wunderschön. Lol. Ja, ich kann euch das Büchlein hier nur empfehlen. Es heißt schlicht und ergreifend Schwarzer Humor und kostet gerade mal einen Fünfer, ist ein Taschenbuch. Okay. Da sind viele schöne Zitate zu Politik, zu Männern, zu Frauen, zu allem Möglichen. Ich glaube, ein Kumpel von mir wird das bestimmt am meisten gefallen, weil der besitzt auch einen heftig schwarzen Humor, ja. Also ich glaube, wenn ich zu Frauen reicht kein Taschenbuch, da brauchst du allein schon einen riesen Wälzer, um das Inhaltsverzeichnis auch. Ja, die haben sogar extra eine Ausgabe, die heißt Die Wahrheit über Frauen. Sie haben noch eins, Die Wahrheit über Männer gemacht, aber das ist leider nicht ganz so gut geworden. Weil leider haben sich nicht so viele Frauen geäußert. Okay. Aber ja. Ja. Das war jetzt Aurelio. Hat sonst noch irgendwer was zu sagen? Ja, so als Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Es hat auf jeden Sehr Fall gerne. Es hat viel Spaß gemacht und ich bekam jetzt halt auch Kontakt zu zwei anderen Leuten aus deiner Community, was ich auch sehr angenehm finde. Man kann auf jeden Fall sich sehr konstruktiv mit denen unterhalten, ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es irgendwann ein Thema geht, wo ich auch am meisten mitreden kann, dann würde ich auch gern wieder demnächst dabei sein, ja. Immer wieder gern. An mir soll es auch nicht scheitern, wie man ja mittlerweile gemerkt hat. Ja, also und das hast du auch als Kommentar bei mir geschrieben, ja. Also dann würde ich mal sagen, damit wir endlich mal ein Ende finden auf drei, sagt jeder seine Verabschiedung und dann richtig schön durcheinander. 1, 2, 3. Servus. Jo, schönen Tag noch. Ein schönes Wochenende, Leute. Und ich sage jetzt zum Schluss, es gibt gleich im Anschluss noch eine Glosse von mir. Die dauert aber nur so circa 4 Minuten. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Und dann hören wir uns aus eurer Sicht gleich wieder. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.